Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Vorstellungsrunde von einem Early Access Game. Valhalla Hills geht dem Ende zu, die Woche noch, dann ist vorbei. Und ich habe euch ja gesagt, ich strebe an, jeden Monat so ein Early Access Game euch vorzustellen und dann 8 Folgen lang zu spielen, zweimal die Woche, so wie es jetzt mit Valhalla Hills war. Und da habe ich mir jetzt eins rausgesucht, was mir persönlich sehr zugesagt hat, zumindest im Video. Ich habe es auch schon mal ganz kurz gespielt, gestern Abend. 10 Minuten oder so. Es heißt Shopkeep oder Shoppekeep. Und wieso das jetzt so geschrieben ist, weiß ich auch nicht. Wir müssen im Mittelalter einen Laden führen. Das ist die Geschichte. Das ist unsere Aufgabe. Es gibt auch Szenarios in dem Spiel. Das taucht dann irgendwie hier oben auf. Aber das wird wohl jetzt mit diesem Freeplay-Mode, den wir hier dann gleich spielen werden, im Moment zusammengepatcht. Wodurch wir jetzt erstmal nur diesen Freeplay-Mode spielen können. Macht aber nichts. Das Prinzip bleibt dasselbe. Wir sehen hier schon, wir haben hier so ein kleines Tutorial. Das können wir aber nicht spielen. Das können wir uns nur durchlesen. Und ist jetzt aber auch nicht schlimm, also ich glaube jetzt nicht, dass man bei so einem Spiel unbedingt ein Tutorial spielen muss. Wir gehen direkt rein, würde ich sagen. Und gucken wir uns die ganze Geschichte mal an. Ihr seht auch gleich schon, ich habe da, wie gesagt, gestern Abend mal kurz gespielt. 10 Minuten, wo ich es mir gekauft habe. Es ist, wie gesagt, ein Early Access Game. Ihr seht hier oben schon, bin Level 3. Es ist, wie gesagt, ein Early Access Game. Und ich muss erstmal die Maussensibilität hier runterstellen irgendwie. Wo haben wir das? Mouse Sensibility. So. So, so, so. Das Schöne ist, wir haben hier in-game auch nochmal die Möglichkeit, auf die Tutorials zuzugreifen. Das finde ich sehr gut gemacht. Wie gesagt, ein Early Access Game. Place some displays while in build mode before opening shop. Das heißt, wir können jetzt hier natürlich im Baumenü unseren Shop ein bisschen aufbauen. Das machen wir jetzt auch. Ihr seht hier rechts an der Seite diese Tasten 1, 2. Jetzt haben wir einen Besen in der Hand, da können wir so ein bisschen kehren. Hab ich hier nicht einen Pfeil im Schuh oder was? 3 können wir, glaube ich, irgendwas reparieren. 4 ist kämpfen. Sehr tolle Animation. 5 ist auf die Uhr gucken. Okay. Vielleicht auch vorspulen eventuell. Ach nee, hier können wir es speichern, alles klar. So, und 6, ihr seht, jetzt können wir hier was bauen. Wir haben 25 Gold zur Verfügung. Genau. Hier können wir mittels Mausrad können wir uns auswählen, was wir haben. Also es gibt hier diesen Hocker hier, den können wir auch nochmal drehen, schön. Dann haben wir dieses Bücherregal, das können wir auch nochmal drehen. Das ist aber zu teuer für uns, wir haben im Moment nur 25 Gold, das ist nicht viel. Warte mal, wie denn nun? Aha, hier geht's weiter. Ein Tisch für 25 Gold, Problem ist natürlich, wenn wir den jetzt kaufen, haben wir kein Geld mehr, um irgendwas anderes zu kaufen. So, Headrack, das heißt, hier können wir wahrscheinlich Hüte aufhängen. Das ist ein recht großer Tisch. Ein Armor-Rack, da können wir Rüstungen anhängen, weil wie gesagt, das Ding ist ja Bot-Dog. Lol, das sieht aber schick aus. Weil, wie gesagt, das Ganze ist im Mittelalter angesiedelt. Weapon Rack gibt es hier auch. Und eine Matte. So eine schöne Fußabtretermatte, auch nicht schlecht. So, wir haben natürlich erstmal nur Geld für dieses Podest. Und das ist unser Raum, den wir zur Verfügung haben. Und dann machen wir das jetzt hier einfach. Wir bauen hier einen hin. Und hier einen hin. Dass das hier so ein bisschen schön aussieht. Wieso kann ich jetzt hier keinen hinbauen? Was ist da los? Weiß ich auch nicht. Hier einen hin. Oh komm, dann bauen wir noch einen hin hier. Oh, das ist vielleicht ein bisschen weit. Den bauen wir. Wir bauen das hier alles schön in einer Reihe erstmal hin. Ich weiß nicht, ob man das hinterher nochmal versetzen kann. Ich habe keine Ahnung. So, das hätten wir. Wir haben jetzt erstmal 4 Verkaufsstände gebaut. Hier steht Rechtsklick. Keine Ahnung. Wir haben jetzt hier erstmal 4 kleine Dinger gebaut, wo wir was hinstellen können. Ein bisschen so im Halbkreis sehe ich gerade, so eine richtig schöne Banane. Jetzt geht es natürlich daran, zu bestellen. Wir brauchen ja Waren, um den Shop zu bestücken, dass wir überhaupt was machen können. So, dazu drücken wir 1 und Q und dann haben wir hier unsere Bestellliste. Und ihr seht schon hier, man kann einiges an Sachen bestellen, wenn ich hier gucke. Helperbot, das Ding kostet 450 Gold, nur für mich in Einkauf. Ja, also ich muss das Ding ja dann auch noch verkaufen. So. Das erste, was wir natürlich erstmal machen können, ist Heiltränke und Mana-Tränke verkaufen. Für mehr haben wir eben kein Geld im Moment. Und dann gehen wir hier unten einfach auf Place Order, dann seht ihr schon so ein kleines Fensterchen ablaufen. Und wenn das voll ist, dann kommt von hier oben eine Kiste runter geschwebt in den Delivery Spot. Und dann haben wir da in der Kiste unsere Waren drin. Was das hier ist, ich habe keine Ahnung, fragt mich nicht. Vielleicht später mal ein zweiter Ausgang.
Wie gesagt, Early Access Game, ich find's ganz cool, hier dann später auch schon implementiert, werden dann wahrscheinlich die Quests stehen, was wir zu erfüllen haben. Was das hier ist, ich habe auch keine Ahnung. Auf alle Fälle, es ist nicht wirklich teuer, es kostet 5 Euro, 4,99, ist aktuell auch nicht groß, mit 131 MB, finde ich. Ja, wie gesagt, ist am 20.08. dieses Jahres erst rausgekommen, von den Entwicklern Arvidas Zimaitis. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ist auch bis jetzt noch nicht in Erscheinung getreten. So, jetzt hier mal ganz kurz. Wir haben unten rechts stehen Health Portion 5-mal. Also wir haben die 5-mal und hier die Mana 4. Board für 1, Sold für 0. Das heißt, wir haben das Ding für 1 gebaut. Und jetzt müssen wir natürlich mittels Plus, seht ihr hier unten schon, gehen die Prozente hoch, und Minus den Preis einstellen. Und da wir natürlich auch was verdienen wollen, müssen wir wenigstens 100% Aufschlag machen. Okay, ich sehe, das reicht nicht. Okay, 150% Aufschlag anscheinend ist Minimum. Dass wir 2 Dollar kriegen, quasi. So, wir machen das jetzt hier aber mal, sagen wir mal, kurz unter 3. Mal schauen, wo die 3 kommt. Wahrscheinlich bei 250 nehme ich an. Jawohl. Wir machen mal 209. Sound muted. Ups. Sound wir machen mal genau 250%. So, dann stellen wir das hier hin. Einfach mittels Rechtsklick hier platzieren. Dasselbe machen wir beim Mana-Trank. Da ist der Preis jetzt schon eingestellt. So. Das ist alles. Mehr brauchen wir nicht machen. Jetzt hier oben. Press E to open the shop. Einmal am Tag hat man quasi die Möglichkeit, hier zu bauen. Also hoffe ich mal. Ich hoffe mal, dass das so ist. Wie gesagt, da oben steht Level 3. Und weil ich hier schon ein paar Tränke verkauft habe, das war aber auch alles. Day 1. So. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass die Leute hier draußen irgendwie kommen und uns unser Zeug abkaufen. Ihr seht schon, es ist ein bisschen Comic-Grafik. Finde ich ehrlich gesagt übelst witzig und übelst cool gemacht. Mir gefällt das. Ich habe auch damals auf der PlayStation das Spiel 13, also hier 13, sehr gemocht, weil das so in Comic-Grafik gehalten ist. Mir gefällt das, wie gesagt, sehr gut. Ich finde auch den Springbrunnen finde ich toll, irgendwie mit dem Blubbern. Schade nur, dass hier oben die Animation von aufkommendem Wasser ist und nicht hier unten. So, hier die Leute sagen auch immer mal was. Da kann man dann auch ein bisschen erkennen, was sie kaufen wollen. Aber ich kann das im Moment lesen, weil die so weit weg sind. So, was haben wir hier unten? Outstanding Tax. Das heißt, Steuern müssen wir noch nicht bezahlen. Wir haben auch noch nichts eingenommen. 4,15 till next inspection. Okay, dann kommt wahrscheinlich irgendeiner und guckt sich unseren Laden an, oder was? Keine Ahnung. Auf jeden Fall der Entwickler, der dieses Spiel macht, ist das erste Mal, dass dieser Entwickler irgendwie namentlich in Erscheinung getreten ist. So. Also wir haben jetzt schon mal 2 Mana. Oha. Oha, warte mal, wie komme ich denn da? Aha. Wir haben jetzt hier schon 2 Mana verkauft. Und das ist quasi wirklich alles, was wir tun müssen. Wir müssen halt eben dafür sorgen, dass die Dinger immer voll sind. Und ihr seht schon, unsere Mana-Tränke sind schon aufgebraucht. Das heißt, wir kaufen einfach wieder welche nach. Das macht er ja hier nebenbei. Das ist überhaupt kein Problem. So, jetzt können wir nämlich hier noch den Heiltrank noch, den wir hier in der Hand haben, noch verprassen. Und dann können die sich das hier nämlich alles schön kaufen. So, der geht raus. Ach so, hier sehen wir schon. Hier ist ein bisschen Dreck. Den können wir mit dem Besen einfach wegkehren. Finde ich auch ganz witzig gemacht, dass man den Laden natürlich ein bisschen sauber hält. Ich nehme mal an, dann später, wenn man diese komische Matte hat, wird man das vielleicht nicht mehr kehren müssen, weil ja dann die Matte quasi verhindert, dass dreckig wird. So, wir sehen auf jeden Fall, es läuft hier. So, unsere Order ist auch schon da. Zack, können wir hier wieder Mana-Tränke hinstellen. Ich meine, klar, am Anfang haben wir natürlich nicht viel Geld. Wir können halt eben auch nicht viel kaufen, aber ihr seht schon, wir haben jetzt schon 8 Dollar. Ich habe auch keine Heiltränke mehr. So, jetzt kaufe ich hier von jedem 6 Stück, weil die 12 habe ich. So, jetzt stimmen wir hier die Mana-Tränke hin. Kehren hier wieder weg. Das ist im Prinzip erstmal die einzige Aufgabe, die wir haben. Entschuldigung. Unser Laden hier sauber zu machen. Und hier so ein bisschen umherzudaddeln. Das ist alles in der Ego-Perspektive. Also man kann keine andere Perspektive auswählen. Zumindest wüsste ich jetzt gerade nicht wie. So, habe ich jetzt hier noch irgendwas zum Verkaufen? Jawohl, habe ich. Ist meine Order schon da? Nö, die ist noch nicht da. Wie lange dauert das noch? Nicht mehr lange. Es ist gleich fertig. Sehr schön, sehr schön. Unsere Order ist da. Jetzt haben wir hier auch wieder schön was zum Verkaufen. So, wie kriege ich... Aha! Einfach nur Linksklick drücken.
Dann kriege ich das Ding hier auch wieder weg. Sehr schön. So, unser Laden ist quasi sauber. Also hier ist noch ein bisschen Dreck. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, mir gefällt das. Das ist so ein cooles Spielprinzip, wie ich finde. Einen Laden aufzubauen im Mittelalter und dann die Sachen zu verkaufen. Ich finde das recht witzig. Muss ich sagen. Ich habe auch irgendwie gelesen, dass es hier eventuell auch den einen oder anderen Dieb geben kann in dem Spiel. Der dann einfach mal so die Sachen mitnimmt. Dafür hat man dann, Moment, zeige ich euch. Hier das Schwert. Da kann man dann hier den Dieb quasi zur Leibe rücken damit. Wir hoffen natürlich nicht, dass uns hier gleich einer irgendwas klauen will. Wie gesagt, das Spiel noch komplett in Englisch. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal, wenn das wirklich weiterentwickelt wird, eine deutsche Sprachausgabe dafür. Das würde ich echt feiern. Kann ich hier irgendwie ein Inventar sehen, wie viel ich noch habe oder so? Ach ja, hier, 5-mal habe ich davon noch und 4-mal. Ja, das ist eigentlich noch ganz okay. Wie spät haben wir das jetzt? Jetzt ist es hier auf die 5, muss ich drücken. Es ist noch relativ mittig am Morgen. Das heißt... Ah, jetzt sehe ich das auch. Es ist morgens, mittags, abends. Und dann haben wir unten den Abschnitt mit Bauen. Also wir haben wirklich einmal am Tag die Möglichkeit zu bauen. Das finde ich cool. Das ist gut. Dass man ja einmal am Tag die Möglichkeit hat, seinen Laden wieder aufzubauen irgendwie. So, auch mal hier die Figuren ein bisschen angucken. Ich meine, klar, das ist alles noch, wie gesagt, Early Access. Aber ich finde das schon echt knuffig gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir gefällt das. Hier ein bisschen sauber machen. Der hat seine Health-Portion gekauft für 2 Gold. Die stellen wir dann auch gleich wieder hin, dass der Laden immer voll ist. Es muss immer was da sein zum Verkaufen natürlich. Wir kehren ihm hier gleich den Dreck von den Schuhen direkt runter. So, die kaufen ja auch alle irgendwie die Heiltränke, so wie das aussieht. Nur mir soll es egal sein, Hauptsache ich krieg Geld. Ah ne, hier. Siehst du, wo wir vom Teufel sprechen, kauft er gleich mal einen Mana-Trank. So, da kaufe ich jetzt hier gleich mal einen Mana-Trank und 3 Heiltränke nach. Weil der wird, ich wollte gerade sagen, der wird nämlich sicherlich einen Heiltrank kaufen. Ha, ich bin so gut. Ich weiß genau, was meine Kunden wollen. Ich kenne mich da komplett aus. Ja, das ist eigentlich, wie gesagt, schon das ganze Spiel. Ne? Publisher ist Excalibur und Merge Games. Die haben auch so mehr so kleine Spiele gemacht für wenig Geld. Aha! Der wollte uns doch tatsächlich was klauen. Habt ihr das gesehen? Die Sau. Kann ich den wegkehren? Ja, er ist weg. Ja, nice. Das kann ich wieder aufnehmen. Sehr schön. Der wollte uns tatsächlich was klauen, der Sack. Habt ihr das gesehen? Aber wir haben ihn dann doch noch erwischt. Sehr gut. Jetzt muss ich mal hier zurück. Um, mein neues Zeug hier abzuholen. Da sind wir ja so schön gemütlich am Kern und da klauen, will der uns einfach so einen Heiltrank klauen. Das ist unglaublich. Also ihr seht schon, man hat hier wirklich gut zu tun. Und ich will auch diese Vorstellungsfolge gar nicht mal so lange machen. Deshalb werde ich jetzt hier gleich auf jeden Fall einen Cut reinsetzen. Was heißt einen Cut reinsetzen? Ich werde die Folge einfach beenden. Oh lol, Alter, in dem Moment, wo ich hier auf mein Wesen switche. Also ich denke mal später, wenn du hier ein bisschen mehr Zeug zum Verkaufen hast, da wird das hier wahrscheinlich schon richtig stressig werden. Das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. So, jetzt haben wir hier 24 Gold. Das heißt, wir könnten jetzt hier zum Beispiel schon mal so Lederhandschuhe kaufen. Das finde ich ganz nice. Das mache ich jetzt auch. Und kaufe dazu noch hier ein Mana-Tränke und Heiltränke dazu. Hier ein bisschen Kern. Und ich würde ganz einfach sagen, das soll es erstmal mit der Vorstellung gewesen sein. Das Spielprinzip habt ihr jetzt auf alle Fälle gesehen, wie es funktioniert. Und, jetzt halte ich das Spiel an, alles klar. Das Spielprinzip, wie das funktioniert, habt ihr gesehen. Ich finde das recht knuffig, finde das recht cool gemacht, muss ich sagen. Für den ersten Eindruck sehr, sehr gut. Ist so ein richtig schönes Spiel, was man wirklich mal so eine Stunde, anderthalb mal so zwischendurch spielen kann. Ist jetzt auf jeden Fall nicht das Game, sag ich mal, dass man dauerhaft suchtet. Aber es ist ein cooler, kleiner Zeitvertreib für wenig Geld, für 5 Euro. Eventuell kommt es ja dann auch noch mal für ein paar Prozent billiger. Kann ja auch passieren. Auf alle Fälle packe ich euch den Steam-Link von dem Spiel unten rein. Und bitte euch natürlich auch mal... Wir haben... Vielleicht hat es der ein oder andere mitgekriegt. Wir sind dabei, so eine kleine Community zu bauen, zu basteln, in der sich YouTuber gegenseitig unterstützen können. Und
mit Werbung machen und die Pipapo und auch ein bisschen Wissen weitergeben, ein bisschen Erfahrung austauschen. Und guckt einfach mal unten in die Beschreibung rein. Da stehen zum Beispiel schon zwei Kanäle drin von unseren Partnerkanälen, die in der Community dabei sind. Guckt einfach mal da drauf, gebt ein bisschen Feedback auf den ihr Videos. Würde die freuen, würde mich auch persönlich freuen, wenn ihr da ein bisschen aktiv seid. Schreibt in die Kommentare, ob euch das Spiel gefallen hat und wie es euch gefallen hat. Und lasst ein Like auf dem Video da. Ich würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall hier in der nächsten Folge bei ShopKeep. Ich freue mich auf euch, meine lieben Kunden. Bis dahin, macht's gut, ciao. Ich bin euer Helmut.